Ethnisch-vielfältige Kasachstan, in dem es 18 religiöse Konfessionen gibt, hat seine Türen für einen weltweiten interreligiösen Dialog geöffnet. Im September fand in der Hauptstadt Astana der 7. Kongress der geistlichen Führer der Welt und traditionellen Religionen statt. Die Bemühungen der Staats- und Regierungschefs und der internationalen Organisationen reichen nicht aus, um die Herausforderungen zu bewältigen, mit denen die Menschheit konfrontiert ist. Das wichtigste Ergebnis ist, dass wir zusammensitzen, dass wir miteinander sprechen und dass wir verstehen, dass man Lösungen für die Probleme in der Welt nicht im Kampf, nicht im Krieg findet, sondern indem man zusammensitzt und spricht. Eines der Ziele des Kongresses ist es, die Sprache der Versöhnung und des Friedens in der von Konflikten und Krisen erschütterten Welt wieder zu etablieren und die Religionen bei der Entschärfung von Konfrontationen in den Mittelpunkt zu rücken. In der Abschlusserklärung des Kongresses werden die Staats- und Regierungschefs der Welt aufgefordert, jede aggressive Rhetorik, die zur Destabilisierung der Welt führt, aufzugeben, Konflikte und Blutvergießen in der Welt zu beenden. Mit Bedauern festzustellen, dass einige politische Kreise die Religion als Mittel für ihre Ziele einsetzen. Und wir können andere religiöse Persönlichkeiten beobachten, die zu Konfrontation und Krieg aufrufen. Teilnehmer des Kongresses pflanzten Bäume in einem neuen Park des Friedens und der Harmonie. Weit über die Hälfte aller Menschen glauben an eine der 5 größten Religionen auf der Welt. Das Christentum, den Islam, das Judentum, den Hinduismus oder den Buddhismus. Deshalb sagen wir zu diesen 5 Weltreligionen. Das Judentum, das Christentum und der Islam haben viele gemeinsame Wurzeln. Sie begreifen sich als monotheistische Religionen. Die Wissenschaften in allen Religionen sind sich allerdings nicht einig darüber, ob ein und derselbe Gott gemeint ist. Im Zentrum des christlichen Glaubens steht der eine Gott, der gleichsam aus dem Vatergott, Gottes Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist besteht. Man nennt diese Einheit Gottes Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit oder Trinität. Jesus war selbst Jude. Das Christentum baut auf das Judentum auf und ist rund 2000 Jahre alt. Im Christentum dauert die Fastenzeit zum Beispiel 40 Tage. Von Aschermittwoch, also nach Fasnacht, bis Ostern. Dabei erinnern sich die Christen an Jesus, der laut Bibel 40 Tage in die Wüste ging, um dort zu fasten. Die Christen verzichten traditionell auf Fleisch, andere aber auch auf Süßigkeiten oder sie wollen weniger ihr Handy benutzen.
Der jüdischen und christlichen Schöpfungsgeschichte entsprechend glauben auch Muslime, dass Allah den Himmel, die Erde und alles, was existiert, erschaffen hat. Der Islam entstand vor etwas weniger als 1500 Jahren und ist zwar alt, aber die jüngste dieser drei Religionen. Alle drei beziehen sich auf den gemeinsamen Stammvater Abraham. Sie stammen also von der gleichen Familie ab. Auch im Islam gibt es eine Fastenzeit, den Fastenmonat Ramadan. In dieser Zeit sollen Musliminnen und Muslime besonders viel über ihren Glauben und über Gott nachdenken. Etwas mehr als 4 Wochen lang soll man den ganzen Tag lang nichts essen und nichts trinken. Das gilt nur für gesunde Erwachsene. Erst nachdem die Sonne untergegangen ist, treffen sich die Menschen, um gemeinsam zu essen. Glauben, dass wir nach dem Tod wieder und wieder neugeboren werden. Das nennt sich Wiedergeburt. Ziel der Hindus ist die Erleuchtung durch ein friedliches Leben und gute Taten. Man nennt diese guten Taten Karma. Dieses Karma wird auch in ein neues Leben mitgenommen. Die Erleuchtung findet sich im großen Ganzen, dem Urgrund von allem, Brahman genannt. Ein Weg zur Erleuchtung ist die Meditation und die Verbindung zu allem in der heiligen Silbe Om. Hindus können zwischen einer Vielzahl von Göttern und Göttinnen wählen. Heilig ist ihnen aber alles, auch die Natur. Zwischen Religion und Leben wird kaum unterschieden. Die Sonne und das Wasser haben dabei eine besondere Bedeutung. Den Hinduismus und den Buddhismus nennen wir die fernöstlichen Religionen. Ihre Ursprünge liegen in Indien und Nepal. Von diesen beiden Religionen lernen wir hier im Film den Hinduismus kennen. Er ist die älteste der Weltreligionen. Seine Ursprünge finden sich vor rund 4000 Jahren. Auch gibt es im Buddhismus eine zentrale Person. Und das ist im Buddhismus Siddhartha. Seht's mir bitte nach. Aber was ich über Siddhartha weiß, ist, dass er je nach Art der Legende, je nach Erzählweise, entweder Sohn eines Königs war oder Sohn eines einflussreichen Zivilverwalters in Nepal. Auf jeden Fall ist es 2600 Jahre her, dass Siddhartha auf die Welt kam und seine Eltern haben sofort gemerkt, das ist ein besonderer Junge. Überall dort, wo er entlang gelaufen ist, sollen Blumen gewachsen sein und außerdem soll er eine ganz besondere Ausstrahlung gehabt haben. So besonders, dass seine Eltern gesagt haben, wir lassen uns von Weisen seine Zukunft vorhersagen. Und diese drei Weisen hatten eine erstaunliche Vorhersage. Sie haben gesagt, okay, liebe Eltern, euer Sohn darf kein Leid sehen in seinem Leben. Ansonsten wird er alles und jeden verlassen und die Welt verändern. Es kam, wie es kommen musste. Der Sohn hat irgendwann Leid gesehen und daraufhin hat er wirklich alles und jeden verlassen und ist losgezogen. Losgezogen mit dem Ziel, Erlösung zu finden. Als er eine ganze Weile umhergezogen war und es einfach nicht so geklappt hat mit der Erleuchtung, hat er sich irgendwann unter eine Pappelfeige gesetzt und meditiert. Und als er so meditierend da saß, hat es irgendwann tatsächlich funktioniert. Er war erleuchtet. Und von diesem Augenblick an hat er sich Buddha genannt, was so viel heißt wie
der Erwachte. Er hat einige Jünger um sich geschart, Menschen, denen er seine Lehre weiterverbreitet hat. Heute ist der Buddhismus nicht nur im asiatischen Raum verbreitet, sondern auch im Westen. In Deutschland zum Beispiel gibt es heute rund 250.000 Buddhisten. Im Buddhismus gibt es zwar auch einige wichtige geistliche Figuren, was es aber im Gegensatz zu den meisten anderen großen Religionen nicht gibt, das ist ein Gott. Der Buddhismus ist eine sogenannte Erfahrungsreligion. Das bedeutet, dass man ein bestimmtes Ziel erreichen muss. Und dieses Ziel ist die Erleuchtung über den Weg der Mitte und über das Befolgen des Dharma, also der Lehre des Buddhismus. Wie diese Erleuchtung aussieht, das kann man nicht in Worte fassen. Das können nur die erfahren, die sie wirklich erreicht haben. Das sind die Buddhas. Wer Buddha ist, der hat auch die Möglichkeit, ins Nirvana zu kommen. Und auch was das Nirvana ist, das kann man nicht beschreiben. Alle anderen sind Teil des Samsara. Samsara ist der sogenannte Kreislauf der Existenzen. Wir alle, sofern wir nicht erleuchtet sind, und ich gehe mal davon aus, dass ihr auch nicht erleuchtet seid, wir befinden uns in diesem Kreislauf der Existenzen. Da besonders viele gute Dinge gedacht und getan, dann werden wir im nächsten Leben wahrscheinlich angesehen und mächtig sein. Haben wir viele schlechte Dinge getan und gesagt, dann werden wir vielleicht als Ratte oder als Spinne wiedergeboren. Das alles bestimmt unser Karma. Anders als in den anderen großen Religionen gibt es im Buddhismus nicht ein zentrales Buch, in dem alles steht. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Buddhismus und anderen großen Religionen und das ist, dass wegen Buddhismus noch kein Krieg geführt wurde. Aber es gibt einige andere Kritikpunkte. Zum Beispiel, dass viele sagen, der Buddhismus ist beliebig. Da alles immer im Fluss ist, kann man alles so interpretieren, wie man will. Und das sorgt wiederum dafür, dass der Buddhismus auch missbraucht werden kann. Zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg war es so, dass die Buddhisten in Japan gesagt haben, die Kamikaze-Flieger, die Angriffe geflogen haben, zum Beispiel auf amerikanische Kriegsschiffe und dabei ihr Leben aufgegeben haben, dass diese Flieger den vollkommenen Weg zur Erleuchtung beschreiten. Ein älterer Herr, der immer nett und freundlich lächelt, aber er hat auch eine andere Seite und die kriegt man kaum in den Medien mit. Der Dalai Lama soll sehr autokratisch sein, er soll gegen andere Religionen sehr stark vorgehen und er soll keine Opposition zulassen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass der Ur-Buddha an einer Lebensmittelvergiftung gestorben ist, aber nicht deshalb, weil man sieht ihn ja auf den Statuen immer mit einem dicken Bauch, weil er so fett war, im Gegenteil, er war sehr dünn, sondern weil er einfach was Falsches gegessen hat. Diesen dicken Buddha, den man oft auch in China-Restaurants stehen sieht, der kommt vor allem aus der Tradition chinesischer Folklore. Auch interessant ist, die Pappelfeige, unter der der Ur-Buddha saß und die Erleuchtung hatte, laut der Legende, die steht immer noch und die ist für Buddhisten aus der ganzen Welt ein ganz, ganz wichtiger Wallfahrtsort. Das Judentum ist die älteste dieser monotheistischen Religionen und ist mehr als 3000 Jahre alt. Im Judentum hingegen gibt es gleich mehrere Feiertage, an denen für kurze Zeit gefastet wird. Einer der wichtigsten Fastentage heißt Yom Kippur, auch Versöhnungstag genannt. An diesem Tag geht es also darum, sich mit anderen Menschen und Gott zu versöhnen. Dabei darf weder gegessen noch getrunken werden. Es wird auch nicht geduscht oder gearbeitet. Die Menschen sollen sich auf ihren Glauben konzentrieren. All diese Religionen haben in Sachen Fasten eines gemeinsam. Die Menschen sollen sich in dieser Zeit auf das besinnen, was in ihrem Glauben wichtig ist und Gutes tun. Und am Ende jeder Fastenzeit wird in allen drei Religionen ordentlich gefeiert.